Hallo, hier ist Francis Herdes. Wie versprochen ist hier das zweite Video. Was kannst du tun, wenn du zum Beispiel einen Halbmarathon gelaufen bist oder wenn du gerne wandern gehst oder wenn du gerne dein Workout machst? Was kannst du tun, wenn du so kleine Blasen bekommst? Einfach ganz normal vom Sport. Was ich da oft verwende, ist ätherisches Lavendelöl in seiner reinsten Form. Das findest du nicht überall, nur ausgewählt. Da hatte ich dir im ersten Video schon gesagt, findest den Link nochmal unter diesem Video. Was die Qualität der Öle anbetrifft, sei da sehr, sehr achtsam und vorsichtig, was du verwendest. Ätherisches Lavendelöl, das beruhigt die Zellen, das beruhigt die Haut und das mache ich einfach direkt um die Blase herum, trage ich das auf. Das nehme ich jedes Mal mit, wenn ich wandern gehe. Ich liebe es nämlich, draußen in der Natur zu sein und auch dort zu trainieren. Ich bin jetzt am Wochenende einen Halbmarathon gelaufen. Und toi, 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 ich habe nur eine einzige kleine Blase am Fuß und da habe ich gleich Lavendel drauf gemacht. Und du kennst das vielleicht auch, wenn du dich draußen bewegst, wenn du draußen frische Luft und auch Sonne genießt, dann ist manchmal die Haut etwas strapaziert, gerade wenn du ein längeres Workout machst. Und da ist ätherisches Lavendelöl auch ideal, weil das kannst du einfach auf die Haut drauf machen, das beruhigt die Haut, ist eines der besten ätherischen Öle für die Hautpflege. Und es hilft dir auch, dich zu entspannen hinterher, nach dem Sport. Probier das Ganze einfach mal aus. Du kannst Lavendel auch ganz vielseitig einsetzen. Das ist eins der Öle, die ich immer dabei habe. Du kannst es abends auch auf die Fußsohlen auftragen, einfach um etwas herunterzukommen, um aus dem Stress rauszukommen und um gut einzuschlafen. Das sind drei gute Verwendungen von Lavendel, wenn du kleinere Bläschen am Fuß hast, die vom normalen Sport oder Workout kommen. Oder auch zur Beruhigung, zur Entspannung und für die Hautpflege sehr, sehr entspannend. Wenn du weitere gute Anwendungen haben möchtest mit den ätherischen Ölen, dann geh auf gesundefüße-gesunderkörper.de. Da findest du nicht nur weitere kurze Videos mit einfach Anwendungen aus dem täglichen Leben, sondern du findest auch auf der rechten Seite findest du die 27 besten und effektivsten Anwendungen mit ätherischen Ölen. Meine ganzen Lieblingsanwendungen, die dir auch in deinem täglichen Leben helfen können. Und wenn du Fragen dazu hast, dann schreib das gerne in die Kommentare unter diesem Video oder schaue auf gesundefüße-gesunderkörper.de unter Kontakt. Da kannst du mich auch auf Facebook kontaktieren oder mir einfach mal eine E-Mail schreiben, falls du weitere Fragen hast. Ich wünsche dir viel Freude und gute Energie, gute Kraft beim Workout. Hier ist Francis Herdes und bis zum nächsten Video.